Ich freue mich, eine neue Ausbildung Land- und Umwelttechnik mit dem Schuljahr 2019-20 ankündigen zu können, die in Kooperation mit der Appellat Bittelstetten eine einzigartige Ausbildung im gesamten Süd-, West- und Ostösterreichischen Raum darstellen wird. Es ist so, dass eben auch die zukünftige Hofübernehmerin oder der zukünftige Hofübernehmer auch im Bereich Digitalisierung, Landwirtschaft 4.0, auch im Bereich Land- und Energietechnik kompetent sein sollte, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für ökologische und ökonomische Ziele, die die Landwirtschaft uns auch vorgibt und die Gesellschaft fordert. Der HTL1 Lastenstraße ist das gelungen. Die bringen digitale Kompetenzen wie Smart Farming auch im landwirtschaftlichen Bereich hinein und in dieser Win-Win-Situation, wo quasi die Expertise von der Technik von der HTL1 Lastenstraße und die landwirtschaftliche Expertise der Habelaar Bittelstetten kombiniert werden, ist das eine Win-Win-Situation für alle und ein zukunftsträchtiger Schwerpunkt, den wir sehr begrüßen. Kärnten hat eine sehr landwirtschaftliche Struktur, aber auch einen sehr, sehr hohen affinen Technikanteil. Beides zusammenzuführen heißt, zwei Stärken miteinander zu verbinden und daraus große Grundvoraussetzungen für die Jugend dieses Landes zu schaffen. Und ich glaube, dass wir damit auch Attraktivität weit über Kärntner Grenzen hinaus anbieten werden. Die Technik der HTL mit dem landwirtschaftlichen Schwerpunkt von Bittelstetten, ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Kooperation und wir können die Schülerinnen und Schüler, die Absolventen da wirklich in die Zukunft der Digitalisierung auch führen. Da gelingt uns wirklich eine großartige Geschichte. Also ich kann zu diesem Ausbildungsschwerpunkt nur gratulieren, weil zwei erfolgreiche Schulen miteinander kooperieren und einen Ausbildungsschwerpunkt in einen Bereich legen, der es in dieser Art und Weise in Kärnten bis jetzt noch nicht gegeben hat. Das Schülerheim wird eröffnet im Februar 2019 und wir haben Platz für mehr als 220 Schülerinnen und Schüler. Und das ist ein Mehrwert für unseren Standort, auch unterschiedliche Bereiche abzudecken und vor allem Schülerinnen und Schüler aus anderen Bundesländern zu gewinnen. Wir werden so etwas wie eine Einmaligkeit schaffen, ein Alleinstellungsmerkmal. Und es ist so, wer zuerst da ist, wird wahrscheinlich auch die meisten Erfahrungen gewinnen können. Mich freut es, dass Klagenfurt mit diesen beiden Schulen diesen Schritt geschafft hat. Ich strebe auch an, ein Agrarkompetenz-Landtechnisches Zentrum hier auszubauen, weil auch die zukünftigen Bäuerinnen und Bauern für diese Landwirtschaft 4.0 fit sein sollen. Die jungen Menschen sind hier, das sind die zukünftigen Landwirtinnen und Landwirte, die auch ländliche Regionen bestärken und auch die Landwirtschaft so in den Mittelpunkt stellen. Von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an die zwei, die eigentlich am meisten gearbeitet haben, mit am meisten Hirnschmalz dahinter gestanden sind. Dankeschön, Frau Direktor Inge Deinhandel und Herr Direktor Michi Acher. Also kurz, modernste Technik gepaart mit modernster Landwirtschaft. Das ist diese Kooperation.